Servus zusammen, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22. Wir sind mal wieder und ich habe jetzt mal nachgesehen, es ist schon ein bisschen her, mal wieder auf unserer Alpenmap Neu-Mini-Brunn, Folge 106. Und wir sind im Januar und wir müssen uns ein bisschen beeilen, denn so wie ich das sehe, haben wir noch etwas Sonne. Wir müssen auf jeden Fall heute noch ein bisschen Silage in unsere BGA bringen, unsere Kühe füttern und wir werden auf jeden Fall noch ein bisschen Milch wegbringen zur Molkerei. So, erstmal hier in den Fendt gestiegen. Die Anhänger sind voll. Wir machen ein bisschen Licht ans Fahrrad und dann bringen wir hier diese Fuhre und das ist erstmal die letzte Fuhre, die wir noch haben, denn soweit ist jetzt erstmal die Silage alles verbraucht bzw. zur BGA gebracht. Und wir haben im Silo noch jede Menge Heu. Wir haben noch 40.000 Häcksel, also ein bisschen Silage gibt es noch. Aber jetzt für die BGA ist das erstmal die letzte Fuhre. So, Anhänger vorne. Dann werden wir erstmal hier abkippen. Genau. Dann machen wir diesen Anhänger erstmal leer und ich denke, der andere wird auch leer, weil die BGA müsste auch schon wieder relativ leer sein. 506.000 haben wir jetzt auf der Habenseite im Moment. Also wir haben ganz gut gewirtschaftet, haben einiges verkauft und werden, wie gesagt, dann noch ein bisschen vorbereiten, was eben dann auch die Felder angeht. So, der Anhänger passt auch. Dann kippen wir das Ganze auch nochmal ab. Der gute Rudolf. So, mit Drehschemel. Schönes Gespann. Bingo. Augenblick, wir schauen mal, wie jetzt da sich die Situation darstellt. Okay, 40.000 und die Gülle natürlich, die immer noch vom Schweinestall irgendwie mit rüberkommt. Ich weiß nicht, was da Sache ist. Auf jeden Fall, es läuft, es läuft. Das ist sozusagen das Perpetuum mobile der BGAs, könnte man fast sagen. Also einfach so eine Gülle, irgendein Tierstall, irgendeine Tierzucht nebendran packen, die mit Gülle arbeitet und irgendwie fließt die Gülle rüber. Aber okay, es ist, wie es ist. Nichtsdestoweniger, die Silage wird auch relativ zügig verarbeitet. Die elektrische Ladung werden wir direkt verkaufen. Ich überlege gerade, ob wir... Wie sieht denn das bei uns mit dem Wasser aus? Da haben wir noch genügend Strom drin, aber das läuft auch, glaube ich, im Moment nicht. Na, schmeißen wir mal an. Ein bisschen Wasser kann nie schaden. So, Dele. Also, das heißt, eher hier können wir erstmal den Motor ausmachen. Dann laufen wir mal wieder hier schön über unseren Hof. Und dann gehen wir zu einem anderen Fendt, holen uns erstmal den Milchanhänger und bringen die Molkereiprodukte rüber. Jetzt muss ich mal schauen, wie sieht es eigentlich hier bei unseren Hühnern aus. Ah, das sieht man hier gar nicht, Augenblick. Wir können auf jeden Fall hier noch ein bisschen Ackergras reinkippen, denke ich mal. Ja, und schon wieder voll. Okay. Sehr schön, dann ist das nämlich auch erledigt. Okay, da haben wir noch Platz. Jo, den Honig haben wir weggebracht in unser Lager, in unser Logistikzentrum. Wir steigen hier in den Vario und wir fahren rechts raus. So, wieder ein bisschen Licht angemacht. Und dann werden wir hier auf jeden Fall noch ein bisschen Material wegbringen, damit die Produktionen am Laufen bleiben. So. Okay. Wir könnten dann natürlich auch oben, glaube ich, am Hof vorbei und dort auch noch Milch holen. So, Dele. Dann müssen wir hier, glaube ich, immer ein bisschen... was ist denn jetzt los? Ah, ja. So, ich glaube, wir müssen die Deckel aufmachen. Erst dann können wir auch die Milch überladen. Die gute Milch. Die gute Alpenmilch. Ja, bingo. Sehr schön. Dann fahren wir damit mal zu unserer Molkerei. Zu unserer Molkerei, denn die gehört uns ja mittlerweile, so wie fast jede Produktion. Welche steht denn noch aus, meines Wissens? Ich glaube, die Schneiderei steht noch aus. Und dann haben wir noch die Müsli-Fabrik. Das ist das ganz große Ziel hier, dass wir unsere Müsli-Fabrik hier noch zum Laufen bringen.
Aber da brauchen wir, was brauchen wir denn dann nochmal? Es ist jedes Mal die gleiche Frage. Was brauchen wir eigentlich für die Müsli-Fabrik noch? Ich überlege die ganze Zeit. Trauben, ne? Das ist das Problem. Wir brauchen Rosinen. Und das heißt, es gibt ja ein kleines Weinberg und eventuell müssen wir da auch noch einsteigen in die Traubenproduktion, damit wir tatsächlich hier auch noch selbst Rosinen herstellen können. Aber da bin ich jetzt echt am Überlegen, ob wir hier dann nicht einfach das zukaufen. So, erstmal hier zur Molkerei. Ja, auch der muss mal gewartet werden und muss mit Sicherheit noch ein kleines bisschen gepflegt werden. So, Dele, rechts geht's rum. Mittlerweile müssen wir uns ja nicht mehr um die Produktion bzw. um die Produkte, die aus der Produktion kommen, kümmern. Weil dafür haben wir ja, wie gesagt, jetzt ein Logistikzentrum. Wir schauen mal, was hier... Ah, oh, jetzt so. Okay, Milch 40... Ach, Milch ist ja jede Menge im Lager, also gar kein Problem. Zucker kommt natürlich auch aus unserer Zuckerfabrik. Wasser werden wir erst brauchen, wenn wir Soja... Nee, was ist es? Soja? Da brauchen wir und Hafer. Deswegen werden wir auch mit Sicherheit mal Hafer und Soja hier anpflanzen fürs nächste Jahr, damit wir auf jeden Fall mal spaßeshalber hier auch arbeiten können. Was uns noch ein bisschen fehlt, ist das Thema Öl. Aber da läuft ja auch, wir haben auch eine Ölproduktion, die läuft ja auch. Und wir sehen auch schon, dass 354 drin sind. Augenblick, Landmilch, Sonnenblumen. Für was brauchen wir denn jetzt eigentlich das Sonnenblumenöl? Tatsächlich für den Haferdrink? Ja, das ist ja spannend. Okay, gut, okay. So. Also hier haben wir auf jeden Fall auch jede Menge zu tun. Jetzt schauen wir mal ganz kurz rein, wie das bei unseren Kühen denn jetzt aussieht. So, die am Alpenhof, am Berghof 7900. Was haben die anderen? Da sind immer noch 6.100. Da würde ich doch sagen, da holen wir doch ganz schnell noch die Milch ab. Dann fahren wir erstmal hier zum Berghof hoch, wenn wir hier schon in der Gegend sind. So, links ist frei und dann geht es hier den Berg hoch. Sehr schön. Neu-Mini-Brunnen unserer Alpen-Map. Folge 106. 106 Folgen haben wir in dem Projekt schon. Und ich glaube, über ein Jahr sind wir hier auf dieser Map schon unterwegs. Und Stunden, da werden wir bald die 200, glaube ich, reisen. Und mittlerweile gehört uns hier fast das ganze Tal. Jo, ein paar Felder sind noch zu kaufen und wir werden mit Sicherheit auch noch den Rest irgendwann erwerben, um dann zum Beispiel auch solche Geschichten noch zu machen wie Kartoffeln. Ich glaube, Kartoffeln haben wir doch. Doch, ich glaube mal am Anfang haben wir auch mal Kartoffeln gemacht. Oder war das nur ein Auftrag? Ich weiß es gar nicht mehr. Also auf jeden Fall werden wir hier dann auch irgendwann früher oder später in die Zuckerrüben- und Kartoffelernte. Denn das, was in unserer Zuckerfabrik ist, das war ja Zuckerrohr. Wir haben ja hier tatsächlich ein kleines, ja, wie will ich sagen, paradiesisches Frucht, eine paradiesische Frucht hier letztendlich angesät mit Zuckerrohr, was natürlich überhaupt nicht in den Alpen zu finden ist. Aber den Spaß haben wir uns einfach mal wieder gegönnt, weil es gibt ja doch einige Feldfrüchte im LS22 oder generell einfach im LS, die, ja, ich sage mal so stiefmütterlich behandelt werden, wie eben Baumwolle, Zuckerrohr oder Pappeln. Wann hat man schon mal Pappeln gemacht, ne? Auch das ist so ein Punkt, wo wir uns mal Gedanken machen können, einfach spaßeshalber, dass wir das Thema Pappeln doch vielleicht mal angehen. Jetzt muss ich nochmal überlegen, wie war denn das jetzt hier? Ich glaube, da müssen wir da hinten irgendwie rückwärts reinfahren. Ja, das ist hier nicht ganz so trivial, nicht ganz so easy. Aber wir können schon mal aufklappen. Augenblick, Augenblick, Augenblick. Zack, nee, zack. Nee, Augenblick. Jetzt muss ich mal schauen. Den Blinker erstmal aus. Wie war denn das jetzt? So, so, so. Jetzt ist offen. Okay. Ja, ohne Hilfe ist das dann alles dann doch ein Buschen. Das heißt, hier müssen wir, glaube ich, rein. So war das.
Kommen wir da so? Ja, doch, das müsste reichen. Ups. Ja, und da müssen wir sehr weit reinfahren, wenn ich mich richtig erinnere. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Jetzt geht's los. Sehr schön, ja, da muss der Anhänger komplett drin stehen, dann klappt das. Wir machen wieder zu. Sehr gut. Und natürlich müssen wir auch wieder hier zumachen. Nicht, dass uns die Tierchen abhauen. Dankeschön. Und vielen Dank, vielen Dank. Bitte weiterarbeiten. Danke. Und auf geht's. Sehr schön. Dann fahren wir hier mal links herum. Fahren zum Hof, holen die auch die restliche Milch und dann ist erstmal gut. Dann ist die Molkerei gut versorgt. So, hier haben wir unsere Alpenwiese auf der rechten Seite. Aber die ist natürlich noch nicht erntereif. Jedenfalls nicht vernünftig. Das heißt, da werden wir jetzt noch nichts tun. Ich glaube, das fängt auch erst wieder an zu wachsen im März, wenn ich richtig weiß. So, das hier ist richtig Hubbelpiste. Hier fahren wir mal so richtig geländegängig. So, dann fahren wir aber hinten rum. Uiuiuiui. Okay, wir sind unten angekommen. Ich denke, von rechts wird nichts kommen. Ah! Okay, ich habe mich geirrt. Von rechts kam auch nichts, aber es kam, naja. Sehr schön. Wir machen mal hier die Rundum an. Dann sieht man uns auch besser. Dann sieht man uns auch besser. Dann fahren wir mal von hinten, glaube ich, rein, oder? Ach, der windet hier. Das ist ja spannend. Ja, ich habe das noch nicht ganz ausgelotet hier mit dem Verkehr, wie die hier fahren. So, dann hier rein. Hubbel, hubbel. Sehr, sehr schön. Dann bringen wir das Ganze hier, wie gesagt, in unsere Fabrik und werden hier noch ein bisschen die Produktionen am Laufen halten. Ja, ansonsten haben wir hier jetzt alles verbaut. Unsere gesamte Fläche hier am Hof ist soweit verbaut. Also da gibt es jetzt eigentlich nichts mehr zu tun. Ich meine, ein ganz kleines Stückel ist noch für einen Notfall. Ich bin ja immer noch im Überlegen, ob wir da noch einen schönen Waschplatz oder irgendwas hinmachen. Ja, schauen wir mal, dann sehen wir weiter. Ansonsten haben wir ja oben am Berg dann noch eine große Fläche, wo wir ursprünglich auch mal geplant hatten, was Größeres zu installieren. Nochmal vielleicht einen Berghof. Aber ich muss ehrlich sagen, wir haben jetzt genügend Tierchen. So, das ist voll anscheinend. Wir haben eigentlich genügend Tierchen und ich würde da jetzt nicht unbedingt nochmal was bauen. Vielleicht nochmal Schafe, weil da haben wir natürlich wenig Arbeit mit. Aber da müssen wir mal gucken. Denn wir kommen ja jetzt langsam wieder in die Zeit, wo wir jede Menge Feldarbeit haben. Und natürlich müssen die Tierchen dann auch immer versorgt werden. Da muss man immer ein Auge drauf werfen. Der biegt hier ab, ja, das wusste ich. Okay, mal schauen. Rechts ist, glaube ich, frei. Links, okay, das passt. Servus. Oh ja, wir hören die Enten. Da drüben am Teich. Ja, ja, die wunderschöne neue Mini-Brunnen. Da bin ich auch mal gespannt, ob dann noch ein Update kommt. Aber ich denke nicht mehr, da ja in aller Munde mittlerweile ja das Thema LS25 ist. Also man hat sich jetzt darauf eingeschossen, dass höchstwahrscheinlich im Herbst dann eben der neue LS kommt. Jetzt sozusagen im Dreijahresabstand. So, jetzt hängen wir irgendwo, glaube ich. Ja, da hat es... Ah ja, die Hecke. Okay. Da müssen wir das nächste Mal dann doch ein bisschen großzügiger sein.
dass man sich dann da doch jetzt nicht mehr auf 2, sondern 3 Jahre jetzt eingeschossen hat und somit der LS25 langsam aber sicher hier zum Gespräch wird. Nicht die nächsten 14 Tage, aber auf der FarmCon wird mit Sicherheit irgendwas davon zu hören sein und alle sind natürlich gespannt, was wird das große Highlight werden im LS25? Und ich glaube, so ein bisschen der Running Gag ist der dynamische Boden. Ich persönlich würde mir ja eben wünschen, hier für die Consoleros einfach ein paar bessere Helfer. Hier ein bisschen mehr Möglichkeiten, was dieses Thema angeht. Und natürlich ein schöneres Baumenü. Also das haben wir schon einige Male thematisiert, dass man das mit Sicherheit auch ein bisschen besser machen kann. Wundert mich auch ehrlich, dass da bis heute eigentlich in den Updates dann nichts in der Hinsicht passiert ist. So, dann mal wieder zurück zum Hof. Dann bringen wir den Anhänger wieder in Parkposition und dann schauen wir mal, dass wir unsere Tierchen noch ein bisschen füttern. Unsere Kühe am Haupthof, die brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen Futter. Und es müssten ja noch Silageballen da sein, wenn ich richtig weiß. Sodele, da sind die Ladies. Ja, das Lämpchen mal hier ausmachen. Wir wissen ja jetzt, dass wir da sind. Gut, 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 gut. So, ich denke, das passt soweit. Dann haben wir auch genügend Platz zum Vorbeikommen. Dann rangieren wir mal hier rein. Na, na. So. Aber jetzt schauen wir noch mal ganz kurz hier rein. Die Kühe, ja, 35. Die sind schon wieder im gelben Bereich. Stroh haben sie genügend, Gülle haben sie genügend. Ach, shit, da fällt mir ja gerade ein. Apropos Stroh. Ey, da ist ja noch ein Ballen. Eieieiei. So, da müssen wir mal schauen, wie wir das am geschicktesten machen. Jetzt, jetzt brauchen wir erstmal wieder unseren Teleskoplader. Denn wir müssen auf jeden Fall, obwohl, stopp mal. Jetzt schauen wir erstmal ganz kurz hier. Also hier haben wir im Notfall noch, aber ich bin gerade am Überlegen. Wir können mal kurz zu unserer landwirtschaftlichen Produktion fahren, weil da könnte natürlich auch noch ein bisschen Silage drin sein. Stroh wird da mit Sicherheit auch sein. Oder wir haben da sogar schon fertige Futtermischung drin. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Da schauen wir mal nach. Weil die produziert ja eigentlich auch hier für die Milchkühe Futter, Mischration. TMR. Okay, Augenblick. Falsch. Falsch. Hier ist ja abkippen. Hier müssen wir rein. So, jetzt brauchen Sie aber auf jeden Fall die Hilfe einschalten. Einmal die Hilfe einschalten, so, jetzt schauen wir mal. Also wir haben Silage, wir haben kein Heu, wir haben kein Stroh und wir haben auch keine Mischration. Okay, dann machen wir erstmal Silage. Ich denke 10.000. Ja, nee, wir lassen es mal so. Dann fahren wir mal rüber zu unserem Fermentersilo. Da haben wir auf jeden Fall Stroh und Heu, jede Menge Heu drin. Dann brauchen wir, glaube ich, gar nicht unseren Teleskoplader im Moment. Weil da müssten wir dann auch erstmal die Ballengabel dranhängen. Oder den Ballenspieß. So, ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht vertan mit der Menge. Wir machen jetzt einfach mal Stroh. Stopp. Und den Rest machen wir mal Heu rein. Ja, sehr gut, das passt. Bingo, sehr schön. Dann haben wir wieder 22.000 Mischration. Dann schmeißen wir mal kurz den Motor an. Nee, stopp, den Motor an. Futtermischer einschalten, so war's.
Und dann müssen wir jetzt hier rückwärts reinfahren, alleweil wir einen einen Strohballen da hinten noch drin haben. So. Sehr schön, das kriegen wir doch hin. Bingo. So, Dele, jetzt schauen wir nochmal. Ja, ja, das passt schon. So, Mädels, es gibt Frisches. Es gibt Frisches. Jetzt fällt mir gerade ein, wir könnten noch da jetzt eine schöne Thumbnail machen. Sehr gut. So, dann schauen wir mal, dann schauen wir, wie es den Kühen geht. Sie sind wieder im grünen Bereich, die Hühner sind im grünen Bereich, die Schweinchen sind im grünen Bereich, die Bergkühe, da müssten wir dann eigentlich auch dann noch was machen. Und auch die Schafe sind im grünen Bereich. Soweit alles gut, hervorragend, wir sind im Januar. Und das soll es wieder mal gewesen sein, eine kurze Folge von der neuen Mini-Brunnen unserer Alpen-Map. Wir machen mal hier den Motor aus, das ist ja ein Wahnsinnskrach hier. Und stehen bei uns hier im Kuhstall hervorragend mit dem Fendt 720 Vario. So, wie gesagt, es geht noch ein bisschen was zu tun im Januar, aber ich denke, wir sehen uns dann erst im übernächsten Monat, wenn es dann an die Aussaat geht. Im März werden wir dann wieder ein bisschen aussehen. Sonnenblumen auf jeden Fall. Und dann schauen wir mal, wie sich das mit dem Hafer und Ähnlichem verhält. Dann kriegen wir vielleicht auch mal ein bisschen Hafermilch zustande. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen und sage wie immer an dieser Stelle Tschüss, Cheerio, bis zum nächsten Mal.